Ja, hallo, ich möchte Ihnen heute den Patientenstamm von Salutamed zeigen. Ich habe mich bereits an das System angemeldet. Ich befinde mich jetzt auf der Startmaske bzw. auf dem Hauptfenster von Salutamed. Ich gehe mit der Maus jetzt auf Patienten und öffne mir die Patientenliste. Wir sehen, dass wir jetzt bereits 5 Patienten erfasst haben im System. Bei Ihnen sind es irgendwann 100 oder 500 oder 1000 Patienten. Wenn Sie jetzt einen bestimmten Patienten suchen möchten, dann können Sie nach verschiedenen Selektionskriterien eben die Suche gestalten. Sie können nach einem bestimmten Namen suchen, nach einem bestimmten Vornamen, nach dem Geschlecht, nach dem Geburtsdatum, nach der Postleitzahl oder nach dem Ort. Wenn ich jetzt zum Beispiel alle Patienten suchen möchte, die in Ergolding wohnen, dann gebe ich jetzt diesen Ort ein und drücke den Button Suchen. Jetzt werden mir alle Patienten aufgelistet, die in Ergolding wohnen. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit den anderen Informationen. So, ich kann diese Selektion rückgängig machen. Hierfür drücke ich auf den Button Leeren und ich erhalte dann wieder die Komplettliste angezeigt. Wenn ich einen neuen Patienten anlegen möchte, dann gehe ich auf der rechten Seite auf das grüne Pluszeichen und es wird eine leere Eingabemaske geöffnet. Ich kann hier eine Patientennummer eingeben, dann kann ich mir das Geschlecht auswählen bzw. die Anrede, Vorname, schreiben wir zum Beispiel Stefan, dann Familienname können wir schreiben, zum Beispiel Meier. Der wohnt in irgendwo 99 in Deutschland, Postleitzahl 81245 München. Und wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann sehen Sie, dass sich die Adresse automatisch aufbaut. Diese Adresse, die wir ganz unten finden, das ist die Adresse, die auf den Briefen und auf den Rechnungen aufgedruckt wird. Wenn wir jetzt beispielsweise ein Kind in Behandlung haben, dann wird ganz oben in den oberen Eingabefeldern wird das Kind erfasst und im unteren Teil bei Adresse haben wir die Adresse des Erziehungsberechtigten. Auf der rechten Seite können wir das Geburtsdatum auswählen. Hierfür gehe ich einfach auf den Kalender, wähle jetzt ein Geburtsdatum aus. Zusätzlich kann ich noch eine Telefonnummer festlegen. Vielleicht hat der Patient auch ein Handy. Das können wir jetzt hier eintragen. Wenn möglich, erfassen Sie auch gleich die E-Mail-Adresse. So, das machen wir jetzt ganz kurz. Bei Bemerkung können Sie zusätzliche Informationen eintragen, zum Beispiel Patient kommt immer zu früh oder allergisch auf Obst oder irgend sowas. So, dann gehen wir oben in das nächste Register oder in das nächste Tab auf Konto. Hier können wir die Abrechnungsart einstellen. Die Abrechnungsart entscheidet darüber, welche Preise bei der Rechnungserstellung verwendet werden. Wir haben hier insgesamt 25 Preise oder Abrechnungsarten drinnen. Und je nachdem, was ich jetzt hier auswähle, werden dann bei der Rechnung die entsprechenden Preise verwendet. Den Kostenträger lassen wir jetzt frei, den brauchen wir nicht. Versichertennummer lasse ich auch frei. Beim Zahlungsziel stelle ich ein, Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Das können Sie natürlich auch frei wählen. Wenn das jetzt ein Patient ist, der bar bezahlen möchte, dann können Sie hier natürlich auch einstellen, Betrag dankend erhalten. Also das ist das Zahlungsziel, was später auf den Rechnungen erscheinen wird, standardmäßig. Dann haben wir hier die Anamnese. Wir können die Anamnese oder beziehungsweise die Dauerdiagnose können wir jetzt hier direkt über die Tastatur eintippen oder ich gehe jetzt hier auf diesen Button ICD-10 Diagnose wählen. Es öffnet sich jetzt eine Suchmaske. Hier können wir jetzt zum Beispiel eine Diagnose eintragen. Wenn ich jetzt auf Suchen gehe, dann werden mir alle Diagnosen
im ICD-10 angezeigt, die dieser Bezeichnung entsprechen. Über das gelbe Stiftsymbol kann ich das Ganze in die Auswahl nehmen. Ich kann also auch mehrere Diagnosen auswählen. Und wenn ich auf Übernehmen klicke, steht diese Diagnose beim Patienten drinnen. Diese Dauerdiagnose, das ist ein Vorschlagswert für die Rechnungserstellung. Das heißt, es ist letztendlich eine Erleichterung für uns. Es spart uns später Zeit bei der Rechnungserstellung. So, hier haben wir noch die Möglichkeit, die Anamnese zu schreiben, zu erfassen. Wir können hier beliebig viel Text reinschreiben in diesen Editor. Wir können den Text auch formatieren, zum Beispiel Fettschrift, oder wir können auch zum Beispiel die Farbe verändern. Also hier haben wir beliebige Möglichkeiten, das Ganze zu formatieren. Dann schauen wir weiter auf Notizen. Salutamed enthält einen Notizblock. Sie können private Notizen anlegen. Sie können aber auch Notizen anlegen und einen Patienten zuordnen. Und diese zugeordneten Notizen, die finden Sie dann hier in dieser Auflistung. Dann haben wir weitere Dateien. Hier können wir den Hausarzt anlegen. Das mache ich jetzt einfach schnell. Dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, eine Telefonnummer zu erfassen. Und wir haben hier die Möglichkeit, drei verschiedene Internetadressen anzulegen oder einzugeben. Es ist so, dass sich die Kommunikation mit dem Patienten immer mehr in die sozialen Medien verlagert. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir eine Facebook-Adresse eintragen. Also http und dann irgendwie was mit Facebook und so weiter. Je nachdem. Das muss man sich eben aus dem Browser rauskopieren, diese Adresszeile. Und wenn ich dann auf dieses Icon ganz hinten klicke, dann kann ich über einen Mausklick direkt auf die Internetseite oder auf die soziale Seite dieses Patienten verzweigen. So, wir sind jetzt fertig mit der Erfassung der Daten und wir speichern das Ganze jetzt. Und Sie sehen, unser Patient wurde jetzt in der Liste eingetragen, wird jetzt aufgelistet. Somit ist die Erfassung für uns erledigt. Wenn ich jetzt feststelle, dass ich an diesem Patienten etwas ändern muss, kann ich auch durchaus auf dieses gelbe Ordner-Symbol klicken. Es öffnet sich der Patient und ich kann hier nachträglich Änderungen vornehmen. Ja, ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch einen Titel mit erfassen und kann das Ganze jetzt auch speichern.